Ja, schön, dass wir uns heute wieder so zahlreich hier versammelt haben. Bei uns im Kiezbüro N64 in Kreuzberg und zu Hause an den Geräten. Wir haben heute wieder mal ein ernstes Thema aus unserer Reihe Menschenfeinde. Und zu Gast ist Anne Helm, Bezirksverordnete in Neukölln und ehemaliges Mitglied der Piratenpartei. Und Anne möchte uns heute mehr darüber erzählen, wie es momentan in Deutschland mit den rassistischen Protesten aus verschiedenen sogenannten Bürgerbewegungen aussieht und Parallelen zu 1992, aber da mag ich nicht zu sehr vorgreifen, denn da hast du ja sehr ausgiebig was vorbereitet. Ich habe das selber auch nochmal ein bisschen anders, ein bisschen sperriger genannt, als es in der Ankündigung stand, nämlich nie wieder Lichtenhagen, nie wieder Asylkompromiss oder sind wir längst wieder so weit? Veranlasst hat mich das, darüber nachzudenken, diese Parallelen aufzumachen, wie 1993 im Bundestag mit einer Verfassungsänderung ändernden Zweidrittelmehrheit der sogenannte Asylkompromiss verabschiedet worden ist. Der größte Eingriff ins Grundgesetz der Geschichte der Bundesrepublik war und die faktische Abschaffung des Asylrechts bedeutete, weil in der Presse der Kompromiss, der am 19.09.2014 geschlossen worden ist im Bundesrat und die pauschale Kriminalisierung von Flucht aus Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina bedeutet, in der Presse auch Asylkompromiss genannt worden ist. Und das wurde jetzt hier auch schon gesagt, weil wir wieder rassistische Massenbewegungen haben in Deutschland, da mal die Parallelen aufzuzeigen. Damals wie heute war es so, dass Rechtsradikale massiv öffentlich Druck ausgeübt haben, der von einer rassistischen bürgerlichen Mitte beklatscht worden ist. Und in der Reaktion darauf wurden auf diese Konflikte, so wie das oftmals von der Politik betrachtet worden ist, wurden Flüchtlinge bekämpft statt Rassismus. Und so ganz nach dem Motto, keine Ausländer, kein Rassismusproblem, und solche Ansätze finden wir heute teilweise auch wieder. Fangen wir mal an mit den Ursachen für den Asylkompromiss, also wie es dazu gekommen ist. Dem vorausging die sogenannte Asyldebatte, aber die hat schon vor der Wende in Westdeutschland angefangen. Die Ursachen dafür waren unter anderem, dass die Asylantragszahlen Anfang der 90er Jahre ziemlich stark angestiegen sind. Dafür waren die Ursachen zum einen der Jugoslawienkrieg, aber natürlich auch der Fall des Eisernen Vorhangs und damit verbundene Fluchtbewegungen in den Westen, also in den neuen Westen sozusagen. Dann war auch gerade im Osten noch eine Ursache, dass die Wende für viele eine schlagartige Arbeitslosigkeit bedeutet hat. Und noch aufgeputscht worden ist zu einem großen Hass, vor allem auf Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter. Ja, wie man sehen kann, sind danach die Antragszahlen massiv abgefallen. Antragstellungen sind kriminalisiert worden. Im Prinzip konnte man sich nicht mehr auf das Grundrecht auf Asyl berufen. Und das heißt, es waren nur noch ein Bruchteil der Menschen asylberechtigt, und das schlägt sich natürlich in den Zahlen wieder. Und wir sehen jetzt, dass gerade die Antragszahlen wieder ansteigen. Das liegt natürlich an den internationalen Kriegen und Konflikten, die wir zurzeit in der Welt haben. Und wir haben gerade so viele Menschen, wir haben gerade mehr Menschen global, die auf der Flucht sind, weit, weit mehr als in den 90er Jahren. Diese Asyldebatte steigerte sich nachher in den rassistischen Pogrom, die ihren traurigen Höhepunkt in Rostock-Lichtenhagen gefunden haben, was so zum Sinnbild dafür auch geworden ist. Die fingen aber schon früher an, nämlich schon 91 im September in Hoyerswerda. In Hoyerswerda war es so, dass dort ein Vertragsarbeiterheim von ca. 500 Nazis und anderen Rassistinnen mit Mollys, Eisenkugeln und so weiter attackiert worden ist. Und danach noch, also innerhalb dieser mehreren Tage der Pogrome, noch ein Asylsuchendenheim noch dazu. Am 20. wurden dann über 60 Menschen evakuiert und abgeschoben. Da sieht man schon, wie es anfängt, dass die Opfer letzten Endes diejenigen sind, die weg müssen, die abgeschoben worden sind als Folge dessen, genauso wie die Vertragsarbeiter, die meisten von denen ihre Verträge aufgekündigt worden sind nach den Pogromen, weil die Firmen diesem Druck nicht mehr standhalten wollten. Es hat damals eine SEK-Evakuierung gegeben,
aber viele Menschen sind aus Angst vor Abschiebung eigeninitiativ geflohen. Mehrere, vor allem Vietnamesinnen und Vietnamesen, sind nach Berlin geflohen und haben dort das Berliner Rathaus besetzt. Und Diepken, der damals Bürgermeister war, hat denen, die nachweisen konnten, dass sie körperlich angegriffen worden waren, dann in Berlin Hilfe versprochen. Aber ja, die waren dann sozusagen in der Nachweispflicht, dass sie in Hoyerswerda nicht bleiben konnten und dort attackiert worden sind. Die Stadt Hoyerswerda hat am 20.09., also quasi noch während der laufenden Pogrome, beschlossen, dass eine endgültige Problemlösung, wörtliches Zitat, nur durch die Ausreise der Ausländer geschaffen werden kann. Danach ist Hoyerswerda zur ersten ausländerfreien Stadt Deutschlands ausgerufen worden, war also aus rassistischer Perspektive ein voller Erfolg und hat zu allerlei Nachahmungstaten, vor allem in Sachsen, geführt. Also abgesehen von den Daten, die ich hier aufgeschrieben habe und die so die bekanntesten Pogrome waren, war in dieser Zeit, gab es noch etliche andere Pogrome, immer wieder Mobs, die sich zusammengefunden haben, Brandanschläge, die verübt worden sind, auch nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. Da ist hauptsächlich der Unterschied, dass in den westdeutschen Städten die Polizei härter durchgegriffen hat, also dass es nicht zu den fatalen Folgen gekommen ist wie in Rostock oder in Hoyerswerda. In Hoyerswerda, habe ich da auch aufgeschrieben, gab es 38 Schwerverletzte. In Rostock-Lichtenhagen 1992, dass die Pogrome gingen fünf Tage lang. Zwischenzeitlich waren 1000 Neonazis aus der ganzen Bundesrepublik angereist und ein Mob von 3500 applaudierenden Schaulustigen waren dort anwesend. Es sind dort Stände aufgebaut worden, wo Getränke und Snacks verkauft worden sind und es gab eine Volksfeststimmung. Deswegen habe ich mich hier auch nochmal als illustrierendes Bild nicht für den so berühmt gewordenen hässlichen Deutschen, der da mit Hitlergruß stand und so durch die Presse gegangen ist, entschieden, sondern für den gemütlichen Volksmob, der da steht, der sowohl die Polizei als auch die Rettungskräfte an ihrem Einsatz gehindert hat. Auslöser war unter anderem, dass das zentrale Auffanglager in Rostock-Lichtenhagen völlig überfüllt war. Also es ist eine Situation, die wir zum Beispiel heute auch wiederfinden. In Berlin ist ja mehrmals die zentrale Aufnahmestelle geschlossen worden. Dort war es damals so, dass sehr viele Menschen auf der Flucht, vor allem aus Rumänien, dort genächtigt haben vor dem Heim, weil sie nicht mehr reinkamen. Es sind dort keine Zelte aufgebaut worden und auch keine sanitären Anlagen, weil damals die Politik der Stadt war, damit würde man das sozusagen legitimieren oder zu einem Dauerzustand machen. Ich gebe an der Stelle vielleicht mal eine Triggerwarnung, das habe ich vergessen, das ist natürlich, weil das Thema ist, werde ich auch rassistische Begriffe nennen und rassistische Aussprüche zitieren. Die DVU-Aktivisten hatten vorher in einer sogenannten Bürgerinitiative Lichtenhagen dazu aufgerufen, das Problem selbst in die Hand zu nehmen und die zentrale Aufnahmestelle zu räumen. Das ist im Vorfeld angekündigt worden, was auch ganz interessant ist, weil oftmals in dem Nachhinein in der Aufarbeitung so gesagt wurde, ja, wie konnte sowas nur passieren und man hätte das gar nicht kommen sehen. Aber es ist quasi angekündigt gewesen und diese Ankündigungen sind auch in der Zeitung mehr oder weniger unkommentiert abgedruckt worden. Zuerst hat es sich gegen die zentrale Aufnahmestelle gerichtet und ist dann auch, hat sich ausgeweitet eben auch auf ein Heim von Vertragsarbeiterinnen, vor allem Vietnamesen und Vietnamesinnen, wo es ja dann noch zu den Szenen gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder kennt, dass dort Familien aufs Dach geflohen sind und zwischenzeitlich auch versucht waren, sich dort runterzustürzen, weil sie eingeschlossen waren in dem brennenden Haus. Diese Bilder sind deswegen auch so berühmt geworden, weil da ein Kamerateam von ZDF drin war, die auch nicht mehr rauskam und die zwischendrin auch mehrmals telefoniert hatten, sowohl mit der Polizei als auch mit Rettungskräften. Ja, also die Polizei hatte sich zwischenzeitlich komplett aus dem Geschehen rausgezogen. Also sie sind am dritten Tag überhaupt nicht mehr ausgerückt. Und auch auf Anrufe, da gibt es dokumentierte Gespräche mit der Feuerwehr, die gesagt haben, dass dort Menschen in Lebensgefahr sind und dass dort
dass es Menschen gibt, die versuchen, in das Gebäude einzudringen und Menschen zu ermorden. Und die Argumentation der Polizei war im Nachhinein die offizielle Argumentation, man wollte nicht weiter provozieren durchs Auftreten. Ja, dann habe ich noch aufgeschrieben, zwei Beispiele von weiteren Pogromen, die traurige Berühmtheit bekommen haben, weil sie mit Toten geendet sind. Einmal in Mölln mit drei toten Frauen am 23.11.92 und am 29.05.93 in Solingen. Ein Brandanschlag mit 5 Toten und 16 Schwerverletzten, alle türkischer Abstammung, viele Kinder dabei. Zu Solingen ist vielleicht noch zu sagen, was vielen, glaube ich, auch nicht bekannt ist, da hat es am nächsten Tag eine Demonstration von diversen Organisationen der türkischen Gemeinden gegeben, die dort durch die Stadt Solingen gelaufen sind. Und diese Demo ist begleitet worden vom Bundesgrenzschutz, von der Polizei und von der GSG 9-Einheit, wo man sich so auch dann ein bisschen fragen kann, wo die denn in Rostock-Lichtenhagen waren. Interessant ist die Reflexe der Politik, also wie darauf von der Politik reagiert worden ist, ist vor allem durch Kleinreden des Problems und durch Leugnung der rassistischen Motive. Es wurde immer wieder gesagt, ja, dies richtet sich ja nicht gegen die Ausländer, sondern nur gegen die Zigeuner und gegen den Dreck und die Kriminalität. Das ist zum Beispiel, also das ist jetzt auch wieder ein wörtliches Zitat gewesen, das ist auf einem Podium vom SPD-Ministerpräsidenten Stolpe gewesen, auf dem das geäußert worden ist. Und ganz prominent auch die Unterstellung, dass die Linke daran schuld sei und gemeinsam mit den Rechten Krawall gemacht hätte dort. Das ist auch offizielle Polizeidarstellung gewesen, dass dass ein gemeinsamer Mob von Linken und Rechten von Autonomen gewesen wäre und dass das die große Krawallnacht der Autonomen war. Diese sind, glaube ich, an dem Abend, wenn ich mich nicht irre, 24 dem linksextremistischen Spektrum zugehörige Menschen festgenommen und 4 dem Rechtsextremismus zugeordneten Menschen. Ja, gab es Festnahmen bei diesen rassistischen Pogromen, was ja auch schon viel sagt. Also diese Darstellungsweise, dass das eine gemeinsame Aktion von linken und rechten Krawallmachern gewesen wäre, die wurde erst aufgegeben auf eine große Anfrage der PDS im Bundestag damals. Das war, glaube ich, also war ein paar Monate später. Aber das ist offiziell so kommuniziert worden, das war auch offizielle Polizeilinie und wurde eben auch in der Presse immer wieder so kommuniziert. Am 24. August, also sprich noch während die Pogrome voll am Laufen waren, gab es eine Pressekonferenz des Bundesinnenministers Seiters, auf der er sagte, wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben. 2 Wochen später hat dann der Justizminister von Mecklenburg-Vorpommern, Helmrich, gesagt, wir brauchen eine neue Mauer, denn was uns überschwemmen wird, geht bis in die Türkei. Bundeskanzler Kohl hat damals behauptet, die Stasi hätte das Ganze inszeniert. Ja, tatsächlich war, das war die Aussage des Bundeskanzlers, um der Demokratie in den Rücken zu fallen. Der CDU-Generalsekretär hat gesagt, ich habe jetzt dazu kein Datum zu der Äußerung, aber es war auch während oder ein paar Tage nach der Pogrome, wer die Vergiftung des öffentlichen Lebens durch Roma nicht wahrhaben will, lebt auf einem anderen Stern. Gleichzeitig wurden dann diese Argumente, diese Pogrome als Argument für den Asylkompromiss benutzt und massiver Druck auf die SPD ausgeübt, die auch just an dem Tag eingeknickt ist und wieder in die Verhandlungen zur Abschaffung des Asylrechts eingestiegen ist, obwohl sie das vorher negiert haben. Die einzige andere Äußerung, die davon wirklich abweicht von Seiten prominenter Politiker, war der Pressesprecher der Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern, der SPD-Fraktion. Der hat einen öffentlichen Entschuldigungsbrief an alle Migrantinnen und Migranten in Deutschland geschrieben, in der er sich für die Angst, in der sie jetzt leben müssen, entschuldigt hat und ist am gleichen Tag entlassen worden. Ja, ursächlich war eben auch die Stimmung, die in der Presse schon im Vorfeld gemacht worden ist. Hier ist mal so ein Abriss von der gesamten, also von 91 bis Dezember 92 vom Spiegel. Einmal dieses typische Bild von das Boot ist voll, Ansturm der Armen, Flüchtlinge, Aussiedler, Asylanten.
Was auch ganz interessant ist, dass vor der Pogrome hat sich sehr viel in der politischen Argumentation, ist auch noch sehr viel mehr zum Beispiel antisemitisch argumentiert worden und standen auch noch mehr im Fokus die Spätaussiedler, die da vor allem eben von der konservativen Seite ganz gezielt andere Gruppen auch rausgenommen worden sind, um da den Diskurs zu lenken. Also so ist zumindest, gibt es dafür viele Hinweise auch in der Argumentation der CDU. Ja, Asyl, die Politiker versagen, man sieht dort dieses Bild des Ansturms, der Massen, also auch dieses völlig entindividualisierte und wer nimmt die Flüchtlinge aus, Ansturm vom Balkan, es wird immer wieder von diesem Sturm, Ansturm haben wir hier zweimal drin, ganz vorne mit dabei, Springer und natürlich im Speziellen am plakativsten die Bild-Zeitung. Ja, das Ausland prügelt wieder auf die Deutschen ein. Das war das große Motiv eigentlich damals nach den Pogromen, dass man gesagt hat, na toll, jetzt stehen wir im Ausland wieder wie die Nazis da und eigentlich sind die Deutschen die Geschundenen und die Verlierer der Sache. Erst werden sie von den Ausländern provoziert, weil die alle kommen und dann prügelt auch noch das Ausland auf die Deutschen ein. Was natürlich alleine schon dieses Bild, das Ausland prügelt wieder auf die Deutschen ein. Also man fragt sich erstens, was bedeutet das wieder? Ja, also das ist ja schon mal so eine interessante Frage, was damit wohl gemeint ist. Und das Zweite ist natürlich das Bild vom Prügeln, wenn man da von Mordanschlägen spricht, dann Kritik aus dem Ausland und aus der Politik als Prügeln darzustellen auf die Deutschen als, als Volksgruppe, ist natürlich eine Umkehrung von einem Opferbild, was eigentlich ja, an Zynismus kaum zu überbieten ist. Das war die Titelseite vom vierte Krawallnacht, dann war das wohl der 26., also noch während der Krawalle. Deutsche sauer auf Bonner Politiker, ihr müsst euch schämen. Also während es diese rassistischen Pogrome gibt, ist ganz klar, wer sich hier zu schämen hat. Das ist die Politik und wir haben hier auch eine Gegenüberstellung, also einmal die Deutschen, und die Politiker, also die Deutschen, für die Bild hier spricht. Es ist dann auch noch einzeln aufgeführt, warum die sich hier, die einzeln aufgeführten, schämen sollen. Das kann man jetzt hier nicht lesen, aber da ist zum Beispiel aufgeführt, da oben links sieht man Helmut Kohl, er verweist immer auf das Grundgesetz. Oder Oskar Lafontaine von der SPD ist im Urlaub. Oder Heiner Geißler, CDU, will noch mehr Ausländer. Und dann da unten nochmal so ein Beispiel, das ist eigentlich was sich die ganze Zeit durchgezogen hat. Wohnraum beschlagnahmt, Familie muss Asylanten aufnehmen. Was kann mir der Staat für Asylanten wegnehmen? Also da wird hier ein Szenario von Enteignungen gezeichnet. Was dort nicht gesagt worden ist, ist, dass es hier um eine Aufnahmestelle für Wohnungslose geht, wo die Wohnungen eben anders genutzt worden sind, wo ich nicht genau jetzt die Hintergründe dieser Familie und warum sie dort ausgezogen sind oder warum es da eine Veränderung gegeben hat, kenne. Aber das ist dort mit keinem Wort erwähnt, dass sich das nicht um eine Privatwohnung handelt. Dieses Bild soll natürlich hier vermittelt werden, sondern dass es sich da um eine Wohnungslosenunterkunft gehandelt hat. Ja, dann hat man natürlich noch den Trick der Kommentare. Das ist ja dann immer nicht die Redaktion. Da kann man dann so ziemlich alles rein schreiben und da haben wir ja einmal den Rostocker Krawallen, das ist vom 27. August, also sprich einen Tag danach. Darum sind wir so wütend von Peter Böhnisch. Was auch interessant ist, alleine schon dieses Wir, das ist auch nicht irgendwie ein Zitat von einem des Mobs dort, sondern da wird sich ganz klar identifiziert mit dem rassistischen Mob, also das heißt, da gibt es ein Wir-Gefühl offenbar, das sind nur die Ausführenden. Nicht nur zornig, sondern wütend sind viele Menschen in Rostock. Die Chaoten nutzen das aus. Und dann hier das ist vom 24. September, die Reaktion der Politik. Jetzt schieben wir ab. Vom Innenminister, also die erleichternde Botschaft, dass jetzt, es wird hier gesagt, es gibt Verhandlungen mit den Herkunftsstaaten, das unbürokratisch abgeschoben werden kann. Was unbürokratisch in dem Zusammenhang heißt, können wir uns ja denken. Ja, aber es ist, reduziert sich nicht auf Springer. Da haben auch alle anderen bürgerlichen Medien, bilden da eigentlich keine Ausnahme.
das neue Deutschland zum Beispiel, was man in der Zeit damals ein bisschen anders bewerten muss, als es heute ist, das war ja Staatsorgan der SED, hat am 26., also auch noch am vierten Tag der Pogrome, getitelt "Eine heiße Nacht, spannender als Sat.1". Und hat da allerlei Leute zitiert, die da beteiligt waren, und mal wieder diesen Trick mit den Zitaten verwendet. Also man stellt diese Zitate mehr oder weniger unkommentiert dort ein, aber man stellt sie in Anführungszeichen, so dass das eben keine redaktionelle Meinung ist, sondern man diesem gerechten Volkszorn dort eine Stimme gibt. Die einzige Ausnahme so ein bisschen hat dort die Taz gespielt. Die habe ich jetzt hier nicht nochmal aufgeführt, weil ich ja gerade diese Argumentation aufzeigen möchte, aber nur, dass das jetzt hier nicht zu kurz kommt. Die Taz hatte damals schon ein bisschen differenzierter auch diese Frage, dass dort Linke und Rechte gleichermaßen beteiligt waren, schon damals kritisch beleuchtet, aber sie waren damit eine ziemliche Ausnahme, kann man so sagen. Das hier ist die Welt am Sonntag, also ein bisschen bürgerlicher als die Bild-Zeitung von Springer nochmal. Jeden Tag kriminelle Akte, Belästigungen und Bedrohungen. Genau, da werden dann ausführlich auch nochmal Rostocker Bürger zu Wort kommen. Sieglinde, Inhaberin eines kleinen Schmuckgeschäftes, das Auftreten der Zigeuner hingegen sei unzivilisiert und unzumutbar. Ja, also das ist so das, was sich da eigentlich die ganze Zeit immer durch die Presse zieht. Man individualisiert die Täter und gibt ihnen eine Stimme und zeigt ihnen, das ist jemand wie du und ich, während die Opfer völlig als eine Masse, als ein Ansturm dargestellt werden, als eine Flut und völlig pauschalisiert wahrgenommen werden, werden die Täter individualisiert und zu Ich und Du gemacht. Zum Asylkompromiss selber, ich glaube, ich habe hier ein Publikum, was da sowieso schon viel Vorbildung hat. Ich fasse es aber trotzdem nochmal zusammen, was das damals bedeutet hat. Erstens die pauschale Einstufung als sichere Herkunftsländer durch den Bundesrat. Das bedeutet also, man ist nicht antragsberechtigt, wenn man aus einem Staat kommt, wo die Flucht pauschal als nicht legitim anerkannt wird. Und das kann, also ein Staat ist sicher, wenn dass der Bundesrat das sagt, genauso wie die pauschale Einstufung der sicheren Drittstaaten. Das sind also die Staaten, wenn man, selbst wenn man aus einem Land kommt, was nicht als sicher eingestuft wird, muss man ja irgendwie seine Flucht antreten über verschiedene Länder. Und wenn eines der Länder, über die man einreist, als sicher eingestuft wird, dann wird man dorthin zurück abgeschoben und ist genauso wenig antragsberechtigt in Deutschland. Dazu zählen zynischerweise alle an Deutschland grenzenden Staaten. Was heißt, man muss theoretisch vom Himmel fallen, um antragsberechtigt zu sein in Deutschland. Aber Deutschland wäre nicht für seine Gründlichkeit bekannt, wenn man nicht dafür auch eine Lösung hätte, weil wenn man mit dem Flugzeug in Deutschland ankommt und nicht über einen sicheren Drittstaat eingereist ist, gibt es auch noch die Flughafen-Schnellverfahren, die eingeführt worden sind. Das heißt, man muss sie gar nicht erst auf deutschen Boden so wirklich einreisen lassen, sondern man kann schnell Asylverfahren direkt vor Ort machen und dann die Menschen direkt wieder in den Flieger setzen und abschieben. Diese Verfahren werden dann in diesen Flughafenabschiebeknästen geführt. Und zu guter Letzt, das war auch eine der größten Forderungen von Springer und so weiter, das Asylbewerberleistungsgesetz. Das hat die Sammelunterkünfte verortet und die Menschen in den Asylprozessen aus den Sozialleistungssystemen rausgenommen und separat die Asylbewerberleistungen eingeführt, die teilweise eben inzwischen nicht mehr, aber die damals noch mit Gutscheinen teilweise statt Geldzahlungen gemacht worden sind und so weiter. Also dann haben die Menschen im Asylverfahren eben keine Sozialleistungen mehr bekommen. Jetzt nochmal so zusammenfassend zu dem, was damals so abgegangen ist und den Verantwortlichen. Das habe ich jetzt mal aufgeteilt in drei Aspekte, die ich da vergleichen möchte. Zum einen die Presse, was ich schon gesagt habe, individualisieren der Täter, pauschalisieren der Opfer, unkommentiertes Zitieren, also so dieser Lesermeinungstrick und das Herausgreifen einzelner Volksgruppen. Also das ist ja hier nicht rassistisch, aber die sind ja nun wirklich, was damals vor allem eben antiziganistische Formen hatte. Also wie gesagt, das ist zu Anfang in der Asyldebatte hat es durchaus auch noch viele andere Gruppen getroffen, aber in dieser heißen Phase, als dieser Mob so wahnsinnig aufgehetzt
war, war das vor allem eben gegen Sinti und Roma gerichtet. Dann die, die Verantwortung der Politik, die Rechts-Links-Gleichsetzung, also wie ich ja schon beschrieben habe, das, ja, das war die, sowieso die SED und so weiter, das Negieren rassistischer Motive, das Kriminalisieren der Opfer und natürlich die Forderung der Einschränkung des Asylrechts als Ursache für die Pogrome. Dann zur Exekutive, genauso das Negieren der rassistischen Motive, Rechts-Links-Gleichsetzung, Deeskalation, also das heißt, man möchte die Rassisten nicht noch weiter provozieren durch Auftreten, Repression gegenüber der Opfer und zum Schluss eben völlige Kapitulation. Nachdem wir das jetzt gesehen haben, und ich habe schon mehrmals so ein Kopfschütteln gesehen, wo man so denkt, okay, das ist, so wird heute nicht mehr argumentiert oder das ist heute nicht mehr denkbar, will ich jetzt mal die Frage in den Raum stellen, ist Lichtenhagen heute wieder möglich? Ja, ich glaube, das ist ein ganz treffendes Symbolbild dafür. Das sind besorgte Anwohner in Hellersdorf, die sich da die Daten von den Pogromen Rostock-Lichtenhagen auf die T-Shirts gedruckt haben. Also da die selber ganz klar den Bezug herstellen. Einfach mal so ein paar Impressionen. Das oben links ist Schneeberg, die Fackelmärsche, die es dort gibt, gegen das Asylheim dort, ist natürlich auch eine Symbolik, die vor dem Hintergrund, die nennen das Lichtellauf und sind ganz bürgerlich, aber natürlich sind so Fackelmärsche aus diversen Gründen extrem vorbelastet und einschüchternd und sollen natürlich auch so ein Bild vermitteln. Auf der einen Seite möchte man natürlich bürgerlich dastehen, auf der anderen Seite ist natürlich so ein martialisches Auftreten und Bild auch gewollt, weil ganz klar geht es hier um eine Einschüchterungsmethodik auch. Und hier unten ist nochmal Hellersdorf. Da sieht man so ein paar sympathische, junge, besorgte Anwohner mit so einem Transpi. Wir sind keine Nazis, sondern Anwohner. Ja, das ist mal bei diesem Bild. Ich finde, da muss man gar nicht wirklich was weiter zu sagen. Dann ja einfach mal so ein paar Zahlen. Die Anschläge auf Unterkünfte von Asylsuchenden und überhaupt rassistisch motivierte Gewalttaten, speziell jetzt gegen Flüchtlinge, also nicht Migranten, die hier leben, sondern eben direkt Flüchtlinge, ist massiv gestiegen. Wir haben hier eine Statistik vom Quartal, vom ersten bis dritten Quartal 2014 eine Statistik. Und links habe ich nochmal so ein Zitat abgedruckt von Innensenator Henkel, der hat gesagt, ich nehme die realen Sorgen der Anwohner sehr ernst, natürlich versuchen Rechte hier aufzusatteln. Also es wird wieder gesagt, das ist ja nur missbräuchlich von den Krawallmachern, aber die berechtigten Sorgen der Anwohner müssen ernst genommen werden. Vielleicht ist noch ganz wichtig zu sagen, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat. Das hat er nämlich auf eine mündliche Anfrage im Abgeordnetenhaus gesagt, als er gefragt worden ist, warum in Hellersdorf die Nazis marschieren dürfen, aber die antirassistischen Gegenproteste komplett abgeschirmt worden sind, sodass sie eben nicht in Sichtweite stattfinden konnten, dass sie von der Polizei eingekesselt waren, während man die Presse bei den Nazis nicht vor Übergriffen von den Nazis geschützt hat. Und das war im Prinzip seine Antwort darauf. Christopher Lauer hat dann nochmal direkt nachgefragt, ob er damit auch die Sorgen meint, der antirassistischen Anwohner oder der Menschen, die sich eben Sorgen machen angesichts eines rassistischen Mobs. Und darauf hat er nur wiederholt, ja, Sie haben mir doch zugehört, ich nehme die Sorgen der Anwohner durchaus ernst und hat sich also wieder nur auf die rassistischen Anwohner bezogen. Ich habe hier mal ein hübsches Bild von Eisenhüttenstadt. In Eisenhüttenstadt, das ist hier, war sehr, sehr zentral auch bei den Refugee-Protesten. Da hat es zum Beispiel, da ist ein großer Abschiebeknast und auch das zentrale Erstauffanglager von Brandenburg. Und da hat es zum Beispiel eine Richterin gegeben, die zurzeit, glaube ich, läuft noch gegen sie der Prozess wegen Rechtsbeugung und Volksverhetzung. Die hat Pauschalurteile gefällt gegen Hunderte von Menschen, vor allem auch gegen Roma, an denen sie Menschen inhaftiert und hat abschieben lassen, ohne Einzelfallprüfung, wo sie in ihre Urteilsbegründung tatsächlich so Worte wie Flut von Kriminellen und so weiter reingeschrieben hat. Also ja,
wieder diese Bilder von Flut und so weiter, das tatsächlich auch in Urteilsbegründungen schaffen. Und sie hat auch argumentiert, wo wir wieder dazu kommen, dass es diese Strategie ist, keine Ausländer, kein Rassismusproblem, hat sie tatsächlich Abschiebungen damit begründet, dass sie meinte, man könne die Menschen nicht vor Übergriffen schützen von berechtigtem Zorn wegen steigender Ausländerkriminalität. Also man gibt Rassismus damit schon vorher recht, und in meiner Einschätzung ist das eigentlich die Definition von Terror, wenn in der Erwartung von Angriffen man es unterlässt, Grundrechte durchzusetzen und in Anspruch zu nehmen. Also das hat tatsächlich auch in die Rechtsprechung Einzug gehalten, und wie gesagt, der Prozess gegen diese Richterin wird gerade geführt. Das ändert natürlich nichts an den Urteilen gegen hunderte von Menschen, die sie gesprochen hat, die dafür natürlich nicht wieder neu aufgedröselt werden. Ja, also so eine andere Reaktion, wo man diesen ähnlichen Mechanismus sieht, wo diese Schuldzuweisungen eben als Konfliktverursacher die Ausländer sind, ist zum Beispiel Dresden, wo wir ja auch bei Pegida jetzt die tolle Idee vom Innenminister hatten, dort eine Sonderpolizeieinheit zu gründen, die gegen kriminelle Ausländer vorgehen soll. Und wo wieder so Worte benutzt werden wie die Anwohner seien provoziert worden und man müsse die Sorgen eben ernst nehmen. Und das zieht sich heute auch natürlich wieder in der Presse durch. Ich habe jetzt hier wieder zweimal die Bild. Ich muss zu den Sachen sagen, die ich jetzt aktuell nehme. Ich habe in meinen Recherchen mich absolut verzettelt. Man kann da wirklich sehr, sehr weit gehen. Ich habe jetzt ein paar Sachen rausgegriffen, auf die ich einfach im Zuge der Vorbereitung durch Zufall gestoßen bin. Also das lässt sich, glaube ich, ohne Ende erweitern. Und vielleicht habt ihr da auch noch Beispiele. Links ist einfach, das habe ich mal so unterwegs fotografiert, die Bild-Zeitung in Berlin, besetzte Schule gefährdet 18 Jugendprojekte, Kreuzberg pleite. Das ist ja von der Bild-Zeitung wochenlang durch die Presse gejagt worden, diese Darstellung, dass wegen der besetzten Gerhard-Hauptmann-Schule der Bezirk pleite sei, wobei völlig außer Acht gelassen wird, dass das größte Haushaltsloch in den Bezirken zurzeit der Sanierungsstau der Schulen ist. Und völlig verschwiegen wird, dass in vier anderen Bezirken es auch eine Haushaltssperre gibt. Und wenn man mal vergleicht, zum Beispiel alleine, was da an Geld flöten gegangen ist in den Korruptionsskandalen um die Flüchtlingsunterkünfte, da habe ich ja in Neukölln auch gerade das Problem, da sind alleine 2,5 Millionen verschwunden, wo man nicht so richtig weiß, wo die sind und in wessen Tasche die gelandet sind. Und das rechts ist das Bild, habe ich von Bildblock. Das ist in Dresden, Angst vor Attacken im Asylhotel. Das war schon vorher ganz viel durch die Bild-Zeitung gegangen, dass sich darüber echauffiert worden ist, dass nun Asylsuchende in einem leerstehenden Hostel untergebracht worden sind, weil das ja viel zu luxuriös für die ist. Und da wurde eben gesagt, Sanitäter tragen schon Schutzwesten. Die Wahrheit ist aber, dass das in gar keinem Zusammenhang stand, sondern dass tatsächlich Sanitäter mit Schutzwesten ausgestattet worden sind, die in diesem Verwaltungsbezirk, in dem auch dieses Hotel ist, unterwegs waren. Aber der Mensch, der Sanitäter, der hier abgebildet ist zum Beispiel, der ist auch nur bei Bildblock verpixelt worden, der hat sich auch dagegen gewehrt, weil er bei diesem, als er für das Foto posiert hat, nur die neue Ausrüstung vorgestellt hat und überhaupt nicht wusste, dass das in Zusammenhang gebracht wird mit diesem Hotel, und da hat es gar keinerlei Vorfälle gegeben. Und man sieht schon, es ist ein bisschen subtiler, also links wird nirgendwo die Ausländer gesagt, es wird noch nicht mal die Protestschule direkt genannt, es wird nur besetzte Schule gesagt, aber die Jugendprojekte sind na klar, halt immer so der Aufhänger, es sind entweder unsere Renten oder unsere Obdachlosen oder unsere Jugend, die dagegen die Flüchtlinge ausgespiegelt wird. Ich weiß nicht, ob man das gut lesen kann. Ich habe hier nochmal einen Artikel auseinandergenommen, der ein bisschen subtiler ist. Das ist Die Welt. Aber da finden sich auch wieder so bestimmte Mechanismen wieder. Die Überschrift schon, Pegida und Antifa sehen einer Konfrontation. Das heißt, das ist vom letzten Montag, nicht diesen Montag. Das war, wo die 7500, glaube ich, waren und wo es gelungen ist, den Aufmarsch zu blockieren. Also es wird hier schon mal gleichgesetzt, also wir haben hier wieder eine Konfliktsituation von Extremisten, mit denen wir ja gar nichts zu tun haben.
dann hier der Untertitel ist: Wir sind das Volk. Die Dresdner Pegida-Bewegung gegen die Aufnahme Asylsuchender ist am Montagabend stark angewachsen. Doch weit kam sie mit ihrem Protest nicht, dann war die Straße blockiert. Es ist dann noch dazwischen gegriffen, ein großer Erfolg der Gegendemonstranten werde es heißen, ist Lutz Bachmann sicher. Er bevorzugt eine andere Interpretation. Ich finde dagegen, das ist ein grandioser Erfolg für die Friedlichkeit unserer Sache. Mit unserer Sache meint Bachmann die Pegida-Demonstration. 7500 patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes fanden sich am Montagabend bei klirrender Kälte und eisigem Wind zusammen, um in Dresden gegen Flüchtlinge auf die Straße zu gehen. Also wir haben hier sehr ausführliche Selbstdarstellungen, die bürgerlichen Menschen, die trotz klirrender Kälte sich dazu aufraffen, Widerstand zu zeigen. Und der Artikel schließt, also das ist wieder das, was ich meine, so mit diesem Zitattrick, also da wird eigentlich ziemlich viel Raum für diese Selbstdarstellung gegeben. Und zum Schluss endet dieser Artikel eigentlich auch noch mit einem Demoaufruf. Also wird dann halt eben beschrieben, dass sie blockiert worden sind. Bevor die Stimmung endgültig kippen kann, beginnt ein Teil der Leute den Rückzug anzutreten. Der Rest folgt. Wir kommen nächste Woche wieder, brüllen einige der triumphierenden Antifa entgegen, die von der Promenade jubelnd herabsieht. Missmutig setzt man sich in Gang. Wir haben die Demonstration heute verloren, sagt ein Mann. Wir müssen das nächste Mal zahlreicher werden. Erst 10.000 und dann 20.000, bis wir Gehör finden. Und damit endet der Artikel. Um mal ein Gegenbeispiel zu nennen, weil ich finde, es ist heute wesentlich unterschiedlicher, das kommt auch sehr darauf an, wer für welche Zeitung schreibt, also man kann es nicht mehr ganz so pauschal sagen, habe ich hier mal den Cicero genommen, da hat lustigerweise den Spiegel, deswegen bin ich drauf gestoßen, auf Twitter den Cicero gelobt für diesen Titel, wo der Cicero, was ein sehr konservatives Blatt eigentlich ist, hat dieses alte Bild, was der Spiegel ja selber bemüht hatte, mit dem das Boot ist voll bemüht, um da so eine Luxusdampfer darzustellen und die ertrinkenden Flüchtlinge drumherum. Das Flüchtlingsdrama und die Deutschen ist ja auch eine Umkehrung von die Deutschen als betrachtete Volksgruppe in dieser Darstellung. Also nur mal so als Beispiel, dass es sowas durchaus auch in der Auseinandersetzung gibt. Man muss natürlich dazu sagen, dass das ein Fachmagazin für politische Kultur ist, also sich eben mit politischer Kultur im Speziellen auseinandersetzt. Jetzt habe ich noch mal aus der Politik, das ist immer so meine Lieblingsfeindbilder, um so eine Mechanismen auch in der Politik, in der Argumentationsweise zu entlarven. Die Zitate sind jetzt schon ein bisschen älter, die richteten sich gegen die Flüchtlingsproteste. Das ist hier Robin Canister-Juncke, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in Berlin, der zu den Auflagen, zu den drakonischen Auflagen gegen die Flüchtlingsproteste gesagt hat: Isomatten sind keine Meinungsäußerung. Die massiv steigende Zahl von Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, zeigt aber, dass das Asylrecht in Deutschland ganz offensichtlich weitaus humaner ist, als manch einer sich weismachen lässt. Nein. Die Zahl an Anträgen zeigt, dass mehr Menschen auf der Flucht sind, Herr Juncke. Aber auf diese Idee kommt er nicht, sondern, also das ist so entlarvend und deswegen nehme ich das immer auch ganz gerne als Beispiel, weil hier bewiesen wird, dass Asylpolitik Abschreckungspolitik ist. Eine erfolgreiche Asylpolitik ist das, was beim Asylkompromiss gemacht worden ist, sinkende Antragszahlen, aber nicht sinkende Antragszahlen, weil weniger Menschen auf der Flucht, sondern weil man eben dafür sorgt, dass sie gar keine Anträge stellen dürfen. Und wenn mehr Menschen Anträge stellen, dann ist das Asylrecht noch zu gütig. Gleiche Argumentationsweise nochmal von seinem Kollegen Burkhard Dregger, der tatsächlich integrationspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in Berlin ist. Was glauben Sie, das war glaube ich auf den Antrag zum Winterabschiebestopp von der Piratenfraktion, wenn ich mich nicht irre, im letzten Jahr. Was glauben Sie, wird geschehen, wenn sich auf dem Balkan herumspricht, dass das Wunderland Deutschland unberechtigt einreisenden, politisch nicht verfolgten Angehörigen bestimmter, dort unbeliebter Ethnien faktisch Aufenthalt gewährt? Wen er hiermit meint, ist ganz klar Roma. Warum er dort nicht politisch verfolgten Angehörigen bestimmter unbeliebter Ethnien sagt, ist auch klar, weil man müsste ja sonst die politische Verfolgung anerkennen.
Ja, das Wunderland ist natürlich auch an Polemik. Und wenn sich das auf dem Balkan herumspricht, ist eben auch der Beweis für die Abschreckungspolitik. Was soll sich am Balkan herumsprechen? Am Balkan soll sich herumsprechen, versucht gar nicht erst nach Deutschland zu kommen. Ihr werdet dort inhaftiert, ihr werdet im Winter frieren und auf der Straße landen. Es lohnt sich nicht, ihr werdet keine gerechten Verfahren haben. Kommt lieber nicht. Das soll sich am Balkan rumsprechen und nicht, dass man hier Zuflucht findet. Ja, das ist auch nochmal eins, geht in die gleiche Richtung. Kritiker sagen, das deutsche Asylrecht sei zu restriktiv. In Wirklichkeit ist die deutsche Asylpolitik zu großzügig. Wir leisten uns eine steigende Anzahl von weit mehr als 90% Asylbewerber, die nicht politisch verfolgt sind. Also wir haben hier wieder dieses, es ist ein Luxus, den wir uns gönnen, dass Menschen hier Asyl beantragen. Also wir leisten uns das. Das heißt, also die gleiche Argumentation wie vorher. Hier kommt noch dazu, ganz interessant, er setzt gleich abgelehnte Asylanträge mit nicht politisch Verfolgten, was natürlich absurd ist, wenn man weiß, wie Asylverfahren laufen und was man dort alles nachzuweisen hat und dass selbst Menschen, deren Familie ermordet worden sind und die hier mit Granatensplittern ankommen, deren Asylgesuch abgewiesen wird, ist das natürlich ein bisschen absurd. Durchzieht sich auch, und das war schon damals so wie heute, dass wenn bei bestimmten Volksgruppen oder bei bestimmten Herkunftsländern sehr, sehr viele Asylanträge abgelehnt werden, dass man dann nicht überlegt, ob vielleicht die Richtlinien falsch sind, weil ganz offensichtlich sind ja sehr viele Menschen auf der Flucht und brauchen ja Asyl, wenn sie aus den entsprechenden Ländern kommen, sondern umgekehrt zu sagen, wenn die alle abgelehnt werden, dann ist es also missbräuchlich, dass sie überhaupt versuchen, Asyl zu bekommen. Und das ist auch die Grundlage jetzt für den neuen sogenannten Asylkompromiss, ist genau diese Argumentation auch die Grundlage. Und dazu möchte ich jetzt kommen zu dem Asylkompromiss, dem sogenannten, ich finde das Wort ein bisschen unglücklich, aber das ist, hat sich irgendwie so durchgesetzt, vom 19. September diesen Jahres. Das war hier die Demo vor dem Bundesrat an dem Tag, wo vor allem Roma dagegen demonstriert haben. Da ist versucht worden, bestimmte Volksgruppen gegeneinander auszuspielen. Wie ich gerade schon gesagt habe, hat man eben gesagt, naja, aus den Ländern wie Mazedonien oder Bosnien-Herzegowina und Serbien werden besonders viele Asylanträge abgelehnt. Wir könnten doch viel mehr Personal aufwenden, um die Asylanträge von Syrern zu bearbeiten, wenn die gar nicht erst Asylanträge stellen dürften, sondern man sie direkt abschieben könnte. Ich bin sehr froh, dass dieses Gegeneinander-Ausspielen nicht funktioniert hat, wie zum Beispiel sich gezeigt hat, dadurch, dass die Refugees vorher die Geschäftsstelle der Grünen besetzt hatten, um sicherzugehen, dass Kretschmann mit Nein stimmen wird, was ihnen dort auch zugesagt worden ist, dass das bei den Grünen eigentlich klar sei, was ja nicht der Wahrheit entsprochen hat letzten Endes. Aber da haben sich sehr viele Aktivistinnen, Refugee-Aktivistinnen aus anderen, vor allem afrikanischen Ländern, da auch sehr solidarisch mit engagiert und haben nochmal betont, dass das nicht im gemeinsamen Interesse sein kann. Hier vielleicht auch nochmal ganz interessant, der wird auf der rechten Seite auf einem Transpi auch nochmal an eine deutsche Verantwortung gegenüber den Roma appelliert. Der Hass aufs Roma-Volk ist uns bekannt, schon längst. Was ist Demokratie? Wo ist Wiedergutmachung für über 600.000 ermordete Roma? Das ist dort auch in Redebeiträgen gesagt worden. So, das gibt für Roma keine sicheren Herkunftsländer, weil sie eben tatsächlich fast überall verfolgte Minderheit sind. Das wird einfach pauschal jetzt sozusagen negiert. Nochmal genau zum Inhalt dieses Kompromisses. Es ist ja auch was dafür angeboten worden. Zum einen, darauf hat Kretschmann sich ja auch berufen, dieses Gegeneinander-Ausspielen von Flüchtlingen. Wir können ja viel besser die Anträge bearbeiten von echten Flüchtlingen, wenn wir die direkt abschieben dürfen. Und dann ist angeboten, ist noch in die Waagschale geworfen worden, die Lockerung der Residenzpflicht. Was meiner Meinung nach sowieso schon seit langem eigentlich was in Ländern unterschiedlich gehandhabt worden ist und nur noch so ein bürokratisches Überbleibsel war, was vor allem zur Repression gegen politisch aktive Refugees benutzt worden ist. Das bedeutet aber nicht, dass sich die Menschen ihren Wohnort aussuchen dürfen. Also ganz wichtig zu sagen, sie werden trotzdem noch zugewiesen.
Und das bedeutet auch nicht, dass Menschen sich Arbeit suchen dürfen, wo sie wollen. Also es ändert, heißt nur, dass sie sich wegbewegen dürfen von den Orten, die ihnen zugewiesen sind. Dann die Lockerung der Arbeitsverbote, was auch nur eine, was auch keine Abschaffung, sondern nur eine Lockerung ist, ist auf 3 Jahre befristet und liegt immer noch im Ermessen der Ausländerbehörden, die das quasi umgehen können. Und die Abschaffung des Sachleistungsprinzips, also dass es werden keine Gutscheine mehr ausgestellt und so weiter, was auch längst überfällig war. Aber das ist alles kein tatsächliches Verhandlungspotenzial, gemessen daran, dass die Flucht aus Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina pauschal kriminalisiert wird und dass dieses Prinzip der sicheren Herkunftsländer damit natürlich noch weiter legitimiert wird und den Weg ebnet für weitere Vorstöße. Einfach jedes Mal, wenn Fluchtbewegungen verstärkt aus bestimmten Ländern kommen, jedes Mal diese Länder pauschal als sichere Herkunftsländer einzustufen. Und wir fallen damit weiter hinter den Asylkompromiss von 93 zurück. Das ist auch was mir wichtig ist zu sagen, wenn wir über jetzige Bewegungen reden und politische Bestrebungen, fallen wir immer weiter dahinter zurück. Also der Asylkompromiss ist ja immer noch bestehend. Also das darf man immer nicht vergessen. Wenn jetzt auch mit einer Asylflut wie in den 90er Jahren geredet wird, ist auch das auf einer, wir haben es ja am Anfang gesehen an der Statistik, ist das immer noch auf der Grundlage dieses Asylkompromiss. Wir fallen also im Prinzip immer weiter dahinter zurück. Ja, zu dem, nochmal im Vergleich, ich hatte ja zu Anfang nochmal die drei Aspekte verglichen. Presse haben wir wieder, Individualisierung der Täter, pauschale Kriminalisierung der Opfer. Das ist inzwischen, ich finde deswegen auch die Refugee-Proteste so wahnsinnig wichtig, weil es damals das nicht so wirklich gegeben hat. Das macht es natürlich schwerer, Menschen so pauschal zu betrachten, wenn sie selbst ihre Stimme erheben, Gesichter haben, Geschichten haben, Namen haben vor allem. Und deswegen finde ich es auch wichtig, das immer wieder auch aufzuzeigen, ihnen zuzuhören, sie zu Wort kommen zu lassen. Das unkommentierte Zitieren und diesen Lesermeinungstrick haben wir auch wieder, habe ich hier schon an der Welt gezeigt. Das Herausgreifen einzelner Volksgruppen und das Ausspielen gegeneinander haben wir auch wieder. Genauso wie in der Politik die Rechts-Links-Gleichsetzung und die Kriminalisierung von antirassistischem Engagement, die Negierung der rassistischen Motivation. Es wird immer wieder gesagt, ja, da gibt es, man muss die Sorgen der Bürger ernst nehmen und die Rechten sind eigentlich nur missbräuchlich. Die missbrauchen die nur und wenn wir was gegen die Asylflut tun, dann werden die auch nicht von den Rechten eingefangen. Die Kriminalisierung der Opfer und die Einschränkung des Asylrechts haben wir auch wieder. Exekutive ist tatsächlich ein Unterschied zu verzeichnen. Das, finde ich, kann man wirklich nicht direkt vergleichen. In Ansätzen schon. Negierung der rassistischen Motivation. Da gab es, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die Geschichte, dass dieses Jahr in der Nacht zum Geburtstag von Adolf Hitler mehrere betrunkene junge Männer in irgendeiner ostdeutschen Kleinstadt, ich weiß nicht mehr genau wo, mit Benzinkanistern und Brandbeschleunigern auf dem Gelände eines Asylheims aufgegriffen worden sind. Und es hieß, es gäbe keine politische Motivation, es sei ein Beziehungskonflikt zwischen Asylsuchenden und Anwohnern. Man sagen kann, ja, das ist eine schwierige Beziehung, kann man so nennen. So. Und Repressionen gegen die Opfer haben wir natürlich auch. Was wir nicht haben, ist dass sich die Polizei komplett zurückzieht oder diese, also das haben wir natürlich in dem Maße nicht mehr, dass dort so ein Mob die Polizei und die Exekutive so vor sich hertreibt. Aber diese Deeskalationsstrategien auf Demos jetzt speziell. Ja, das stimmt. Also ja, die NSU-Morde habe ich jetzt komplett rausgelassen, weil ich glaube, dass die Motivation dort ein bisschen eine andere ist. Also natürlich eine rassistische, aber ich glaube, dass die nicht so sehr die öffentliche Druckausübung, es gab ja keine Bekennerschreiben und so, dass es diese öffentliche Druckausübung nicht so sehr war und deswegen würde ich sie nicht ganz so in diese Hetze, in diese öffentliche Hetze in der Asyldebatte mit einspeisen. Aber ja, du hast die Repression gegen die Opfer haben wir natürlich, wie schnell das wieder da ist, ganz, ganz krass bei den
NSU-Morden, bei den, die dann Dönermorde auch in der Presse hießen. Da haben wir es auch wieder mit den Repressionen gegen die Opfer in der Presse auch so, ja. Da hat man es grausam deutlich gesehen, ja. Mhm. Also ich finde so in der Art und Weise, wie das politisch argumentiert wird, haben wir sehr, sehr, sehr viele Parallelen. Es ist heute teilweise differenzierter. Wir haben auch in der FAZ sehr, sehr differenzierte, meiner Meinung nach sehr guten Artikel, zum Beispiel über die diese Pogeda-Dingsbums-Bewegung gehabt, was auch eher ein konservatives Blatt ist und so. Es kommt sehr darauf an, wer wo schreibt, aber viele Mechanismen gleichen sich und die Reaktion der Politik gleicht sich eben auch in vielen Argumentationsweisen. Es sind auch, es wird nicht mehr gesagt, die Ausländer und so, aber ein Bild von Armutszuwanderung, Flut und so weiter, das sind Begriffe, die in der Debatte zum Beispiel immer noch fallen. Hier habe ich nochmal so, weil das einfach so ein schönes Bild ist, um die Deutschen mal so daran zu erinnern, links 45 deutsche Flüchtlinge, rechts die Flüchtlingsproteste 2012 im Winter. Ja, danke. Ach so, ich schieb mal noch was hinterher, weil während wir hier sitzen und reden, geht diese Entwicklung ja weiter. Wir haben ja jetzt schon wieder den nächsten großen Vorstoß der Politik in der massiven Einschränkung des Aufenthaltsrechts. Das ist wieder ein Kompromiss. Es werden jetzt demnächst, man versucht es diesmal am Bundesrat vorbei, es werden demnächst pauschal Menschen inhaftiert und abgeschoben, die entweder ein zweites Mal versuchen, in irgendeinem europäischen Land Asyl zu finden, deren Antrag schon einmal abgelehnt worden ist. Zum Zweiten Menschen, die Geld aufgewendet haben für Schlepper, für sogenannte Schlepper, was absurd ist, weil es keine legalen Fluchtwege gibt. Also dafür, dass die Menschen dort ausgebeutet werden von Schleppern, das führt dazu, dass man sie inhaftieren und abschieben kann, weil damit ein Betrugsverdacht besteht, das heißt also, es ist nicht gerechtfertigt, dass sie Asyl suchen. Man muss sich überlegen, die Summen, die dort genannt werden, heißt ab 3000 Euro, das ist, was eine syrische Familie für so ein Schlauchboot bezahlt, für so einen Platz auf einem Schlauchboot. Also so viel dazu und ja, die sollen pauschal inhaftiert werden sollen und Menschen, die auf ihrer Flucht Papiere haben verschwinden oder vernichten lassen, was oftmals ja auch sonst eine Flucht gar nicht funktionieren kann, weil wenn man politisch verfolgt ist, dann muss man seine Identität oftmals verschleiern, um fliehen zu können. Und auch das ist als Betrug, als kriminelle Handlung Grund genug, inhaftiert und abgeschoben zu werden. Als Deal ist dafür angeboten ein Bleiberecht für Kettengeduldete, was auch ein bisschen absurd ist, weil man wieder hinter die Standards zurückfällt. Die Kettenduldungen müssen tatsächlich aufhören. Das wurde im Koalitionsvertrag festgelegt und wird damit eingelöst, was auch ganz gut ist, was auch richtig ist. Aber man muss dazu sagen, diese Kettenduldungen waren ursprünglich die Duldungen auch nur eigentlich ein Notgesetz für Menschen, die eben in besonderen Ausnahmesituationen sind, um ihnen erstmal eine Duldung zu gewähren, bevor bestimmte Dinge eben geklärt sind, wie Papiere und so weiter. Und heute leben viele Menschen, gerade ehemalige Vertragsarbeiterinnen oder deren damals illegal nachgereiste Familienangehörige leben teilweise seit 20 Jahren nur unter dem Duldungsstatus. Die müssen jetzt keine Angst mehr haben, dass sie jedes Jahr abgeschoben werden können. Aber das geht eben zu Kosten auf Flüchtlinge, die wieder pauschal kriminalisiert werden und wo man wieder einsteigt in dieses Muster. Die Antwort auf Rassismus ist, Flucht selbst zu kriminalisieren, und man macht damit, das ist auch so eine self-fulfilling prophecy, wenn immer gesagt wird, die kriminellen Ausländer und Ausländerkriminalität, ja, wenn man Flucht kriminalisiert, wenn man Einreise kriminalisiert, dann sind natürlich bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach erstmal pauschal alle kriminell. Und damit verstärkt man natürlich dieses Bild, und dieses Bild von überfüllten Flüchtlingsheimen verstärkt auch massiv diese Fotos, die wir am Anfang hatten, schon in den 90er Jahren, mit dem die Flut kommt und sie überrennen uns und so weiter. Das heißt, die Politik befeuert hier gerade aktuell noch ganz massiv rassistische Ressentiments, und wie das mit den rassistischen Protestbewegungen, die zurzeit massiv an Fahrt gewinnen, weitergeht und das miteinander spielt, werden wir auch sehen.
Bevor ich gleich das Mikro quasi fürs Publikum öffne, weil da sicherlich noch Fragen sind, jetzt lass das. Egal. Habe ich noch eine kleine Ergänzung. Das Zitat von Burkhard Dregger, gerade den Kontext der Antrag zum Winterabschiebestopp, hat die Piratenfraktion bis jetzt zusammen mit der Opposition jedes Jahr, seit wir im Abgeordnetenhaus sind, einen Antrag zum Winterabschiebestopp gestellt. Der ist natürlich jedes Mal abgelehnt worden, mit einer ganz ähnlichen Begründung. Und warum ich das jetzt nochmal explizit betone, morgen ist wieder Plenarsitzung, morgen wird der jährliche Antrag zum Winterabschiebestopp wieder verhandelt, beziehungsweise behandelt, besprochen und mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch wieder abgelehnt werden, mit der üblichen Begründung, man kann sich... Ja, im Grunde, wir können auch schon mal abwarten. Erstens, wird Juncke oder Dregger dazu sprechen? Und zweitens, welche hanebüchenden Begründungen werden Sie diesmal finden, um den Antrag ablehnen zu können? Ja, mit der kleinen Ergänzung würde ich dann ans Publikum weitergeben. Ja, und da ist gleich hinter mir jemand. Und ja, hallo. Ich würde gerne noch was über die Unterschiede wissen. Also die Gemeinsamkeiten aus den verschiedenen Debatten und dass die Rassisten auch und Rassistinnen auch nicht kreativer werden. Haben wir jetzt sehr eindeutig gesehen, also bis auf die kleinen Unterschiede, dass sie nicht mehr so platt sind und dass es halt jetzt nicht mehr der Innenminister ist, sondern halt nur noch der Berliner Innen, ne? Also das, aber die Ketten sind dieselben. Aber was ist denn jetzt nochmal der Unterschied? Also ich meine, es ist jetzt über 20 Jahre später, andere Situation, auch soziale Medien etc. Also wo sind die Unterschiede und inwiefern gibt es noch Hoffnung? Also man sieht ja auch, das hast du ja auch selber gesagt, dass die Flüchtlinge zum Teil halt jetzt auch selber protestieren. Und da würde mich auch nochmal interessieren, inwiefern der Asylkompromiss oder wie deine Einschätzung ist, dass der Asylkompromiss, wo ja auch zumindest auf gewisse Forderungen von den Aktivisten, Aktivistinnen und den Betroffenen selbst eher eingegangen wurde. Zwar nicht gut und nicht ausreichend, aber das war ja eigentlich tatsächlich einen Schritt auf die Demonstrantinnen zu. Achso, ich habe ja. Gut. Ja, zum einen nochmal zu den Unterschieden. Als allererstes mal einen qualitativen Unterschied. Michi hat ganz zu Recht NSU eingeworfen, in der wie damit umgegangen worden ist von Behörden und von Presse. Aber ich habe es ja rausgenommen, aus bestimmten Gründen ist die Qualität natürlich eine andere. Wir hatten damals innerhalb von 3 Jahren, ich habe nur die folgenschwersten Pogrome hier aufgeführt. Also es gibt Brandanschläge, aber sie passieren in der Regel im Dunkeln und sie passieren in der Regel von organisierten Nationalist aus dem organisierten nationalistischen Spektrum. Es ist nicht so, dass sich da die Bevölkerung zusammenrottet und Sicherheitskräfte nicht durchlässt, um Asylheime in Brand zu stecken. Das ist in dem Ausmaß, so wie es dort in einer Regelmäßigkeit stattgefunden hat, passiert das Gott sei Dank zurzeit nicht, sondern die Massenbewegungen legen ja großen Wert darauf, sehr bürgerlich aufzutreten. Also ja, die Argumente, der gerechte Volkszorn und so weiter sind zwar teilweise die gleichen, aber zurzeit ist es ja vor allem ein Spielen mit Symbolen, mit den Fackeln und so weiter, aber sehr, sehr bürgerliches Auftreten und nicht in der Form gibt es zurzeit diese Pogrome nicht. Also das ist erstmal ein qualitativer Unterschied, wo, glaube ich, viele auch Bauchschmerzen hatten mit meiner Ankündigung, dass ich das da außer Acht lassen würde. Das muss man mal so festhalten. Ja, in der Methodik sehe ich, ja, also ich würde, vielleicht gibt es vielleicht im Publikum noch mehr Widerspruch. Also ich finde, dass ich da eigentlich ganz gut belegt habe, dass es zwar subtiler ist und ein bisschen geschickter vielleicht, aber von der Strategie her gleich läuft. Also gerade habe ich das Gefühl, dass zum Beispiel diese Einschränkungen des Aufenthaltsrechts, die ja wirklich massiv sind, also was dort alles kriminalisiert wird, so nebenbei durchgehen, während man sich echauffiert über die Kopftuchdebatte oder so diese abstrusen Forderungen von der CSU und so weiter und man irgendwie froh ist, dass es da Widerstand aus der Bevölkerung gibt. Währenddessen wird ganz, ganz, ganz massiv weiter, werden Flüchtlinge bekämpft statt Rassismus. Das, und das fast ungehört, also ganz leise.
Ach so, ja, Entschuldigung. Noch ganz kurz zu den Forderungen der Refugees. Das sehe ich ein bisschen pessimistischer als du. Das sind von Amnesty International, von Pro Asyl. Seit Jahren sind diese Dinge gefordert worden. Ich habe fast eher das Gefühl, dass man sich das sogar noch als, das ist ein bisschen vielleicht eine zynische Interpretation, aber dass man sich zum Beispiel die Residenzpflicht fast aufgehoben hat, um es in eine Waagschale zu werfen, um daraus irgendeine Form von Kompromiss zu machen. So wirkt es ehrlich gesagt auf mich. Ich glaube leider nicht, dass das ein großer Erfolg ist, der aufgrund von einem öffentlichen Druck von Protesten entstanden ist, sondern eher im Gegenteil. Also die Länder hatten das fast größtenteils selbst schon für sich abgeschafft. Nun ist es auch per Gesetz auf Bundesebene abgeschafft worden. Aber das kommt mir eher so vor, als hat man sich das fast aufgehoben. Gut, also nochmal darauf anschließend, wir haben jetzt festgestellt, es gibt noch keine Pogrome in der Hinsicht, wie wir sie in den 90er Jahren hatten, und dennoch sehen wir so viele parallel stattfindende, immer stärker werdende Bewegungen, die sich bilden, also einerseits Anti-Islam, dann haben wir die ganzen Montags-Loonies, dann haben wir eben diese Bürgerinitiativen der besorgten Bürger. Das sind alles parallele Entwicklungen, die in die letzten Monate, die letzten Jahre massiv gewachsen sind. Was ist so ein bisschen, was sind deine Angstszenarien? Was kann sich daraus entwickeln? Was ist das, was du, wo du jetzt sagst, okay, vielleicht kommen daraus Pogrome, vielleicht kommt da was ganz anderes raus. Wo siehst du da die Gefahren? Also die worauf läuft das hinaus? Also natürlich habe ich Angst vor Pogromen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Wirkungen auch wieder subtiler sind, so wie es auch die Argumentation teilweise subtiler sind. Zum einen habe ich Angst vor den weiteren Vorstößen an Repressionen und Kriminalisierung von Flucht und von Flüchtlingen. Ich habe auch Angst vor einer wachsenden Hassstimmung gegenüber Migrantinnen und Migranten oder Menschen, die aufgrund von anderen rassistischen Ressentiments sich deren Lebenssituation in Deutschland massiv wieder verschlechtert. Also es gibt ja wieder Berichte von Ausreisen aus Angst vor antisemitischen oder rassistischen Übergriffen und Stimmungen. Also Menschen haben es schwerer, Wohnungen zu finden. Also das ist was zum Beispiel auch ganz massiv Menschen aus Rumänien zum Beispiel betrifft. Die können auch keine Roma sein, oder seit Ewigkeiten hier lebende, seit Generationen hier lebende Roma trifft das zurzeit auch ganz massiv. Die finden keine Wohnungen mehr, keine Arbeitsplätze mehr und so weiter. Das sind, glaube ich, Folgen, die wir zu befürchten haben. Und das zeichnet sich jetzt schon ab, aber ich befürchte, dass das schlimmer wird und dass sich das auch in Rechtslagen gießt. Eben nicht nur so von dem Alltagsrassismus her, sondern das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, was jetzt die erste Lesung war, glaube ich, am 4. Dezember, aber das, was gerade in Arbeit ist, wovon ich gesprochen habe, das wird so weitergehen und auch auf europäischer Ebene. Ja, gab es weitere Meldungen? Was ist deine Einschätzung? Was ist das Beste, wie man sich dagegen verhalten kann? Also gibt es, welche Strategien würdest du bevorzugen oder empfehlen oder irgendwelche Erfahrungen gemacht, was irgendwie hilft, wenn man merkt, dass die ausländerfeindliche Stimmung schlimmer wird, dass die asylfeindliche Stimmung schlimmer wird? Ich glaube, das ist schwierig. Das sind Dinge, die frage ich mich auch immer wieder. Ich glaube, da muss man genauso verschiedene Ebenen haben, wie ich hier aufgezeigt habe, wie es in dieser rassistischen Stimmung verschiedene Ebenen gibt. Also da muss sowohl natürlich in der Presse, in der Politik und in der Exekutive sich Dinge ändern, so muss es Gegenbewegungen geben, also überall dort, wo sie eben auftreten. Dieses mit die Sorgen, also das fängt schon mal damit an, Individualisierung der Täter, Pauschalisierung der Opfer, das ist etwas, wo man ganz konkret gegenwirken kann. Ja, meinetwegen auch durch Pauschalisierung der Täter, auch wenn ich dafür eins auf die Mütze bekomme, natürlich lieber durch die Individualisierung der Opfer, aber meinetwegen kann man das auch durchaus mal über die Pauschalisierung der Täter machen. Also man kann dort, wo diese Argumente auftauchen, da kann man ihnen eben argumentativ entgegentreten, so wie man das zum Beispiel, bin ich in Neukölln gerade dabei, für die neue Flüchtlingsunterkunft, die in der Karl-Marx-Straße entstehen wird, sehr viel Aufklärungsarbeit im Umfeld zu machen. Und das mache ich dann möglichst nicht
mit viel Aufmerksamkeit, sondern im direkten Dialog mit den Anwohnerinnen, damit man da eben auch manchmal so Vorurteile auffangen kann und direkt widerlegen. Aber das sind Dinge, wie man nicht reagieren kann auf so eine pauschale Hetze, wie es teilweise in der Presse stattfindet. Wenn man dabei völlig außer Acht lässt, zum Beispiel, dass diese besorgten Bürger jetzt ja schon Opfer haben. Also das, was ich gerade beschrieben habe, dass natürlich ich mich fragen muss, was ein junges Mädchen, das Kopftuch trägt in Dresden, in deren Haut möchte ich eben nicht stecken. Also dass es jetzt schon direkt echte Opfer hat, wird dabei oft außer Acht gelassen, wenn man immer so sagt, man muss aber die Sorgen ernst nehmen oder man kann es doch argumentativ widerlegen. Deswegen finde ich diese Fokussierung darauf, auf die Opfer, zum einen sehr, sehr wichtig. Die Rechts-Links-Gleichsetzung muss aufhören und das auch in der Judikative und der Exekutive. Und vor allem als allererstes mal in Dresden. Also wie gesagt, es ist schwierig, darauf so einfache Antworten zu finden, weil die Problematik komplex ist, müssen auch die Antworten darauf komplex sein. Ich glaube, da gibt es viele Arbeitsfelder und letzten Endes klar antifaschistisches, ganz direktes Engagement. Also das hat auch viele Ebenen. Zum einen Menschen begreiflich zu machen, warum antifaschistisches Engagement wichtig ist. Auf der anderen Seite ganz klar die Menschen, die dort durch Einschüchterung Druck machen, denen entgegenzutreten und sie zurückzudrängen, damit diese Bedrohungsszenarien nicht Menschen mundtot machen. Und wenn eben, nochmal um das zu sagen, der Erfolg war ja das Entsetzliche von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, dass man die Asylheime geschlossen hat danach. Dass die Menschen, die Opfer, abgeschoben worden sind. Dass es ja auf ganzer Linie ein Erfolg war, weil man gesagt hat, man kann die Menschen nicht schützen oder man will die Bevölkerung nicht weiter provozieren. Das heißt, wenn wir hier in Hellersdorf zum Beispiel, natürlich mache ich mir auch wahnsinnig große Sorgen und schäme mich für die Menschen, die dort einziehen müssen. Auf der anderen Seite kann die Antwort eben nicht sein, auf die Einschüchterung zu reagieren, indem wir kapitulieren und sagen, naja, dann kann man wohl ausgerechnet dort doch keine Menschen unterbringen. Das kann eben nicht die Antwort sein, weil das der große Sieg ist und weil das eben meiner Meinung nach Terror bedeutet. Sondern da muss man sich eben da ganz klar davor stellen und das auf allen Ebenen, auf der argumentativen Ebene ganz klar Rassisten einschüchtern, also auf allen Ebenen angreifen. So, ich würde gerne mal so ein bisschen auf das Thema zurückkommen, was können wir eigentlich tun? Also was mir aufgefallen ist bei diesen ganzen besorgten Bürgern, da wird ja nicht einfach nur gesagt, wir sind gegen das Heim oder wir sind gegen Flüchtlinge, sondern da wird grundsätzlich immer noch dazu gesagt, weil sich die Oma keinen Christstollen leisten kann, ne? Also mal ein bisschen polemisch gesagt, aber wurde ja tatsächlich auch mal geäußert. Letztlich, wieso kriegen die eigentlich Leistung, während wir hier auch mit unserem Hartz IV letztlich unterwegs sind oder irgendwie sowieso schon so scheiße bezahlt werden? Also ich glaube, diese Art und Weise, welche Sorgen man ernst nimmt, das ist gerade das große Problem in der Politik. Ne? Weil letztlich die Sorgen, die ernst genommen werden, in Anführungszeichen, das wird ja nur genutzt als Vorwand, um letztlich das Asylrecht zum Beispiel weiter einzuschränken. Obwohl ja in meinen Augen jetzt ein guter Ansatzpunkt wäre zu sagen, dann müssen wir halt letztlich die sozialen Spannungen in Deutschland, die ja nun wirklich existieren. Es gibt ja tatsächlich Armut, dass man das mal angeht, ne? Dass man letztlich so diese Konfliktsituation auflöst und auf der anderen Seite eben auch so ein bisschen dagegen vorgeht, dass es so eine Pauschalisierung von Flüchtlingen gibt. Ne? Also dass man tatsächlich dann auch mal die Geschichten erzählt, wie das zum Beispiel letztens in Neukölln passiert ist, ne? Wo dann letztlich auch syrische Flüchtlinge einfach mal erzählt haben, wie es ihnen so ergangen ist. Ne? Dass man da auch Leute individualisiert und letztlich Grundlagen für eine mögliche Solidarisierung auch schafft. Und dass man da an der Stelle vielleicht auch mal wieder versucht, so eine linke Kapitalismuskritik salonfähiger zu machen, anschlussfähiger zu machen, dass es nicht abdriftet in so einen antisemitischen Bereich oder auf der anderen Seite letztlich die Debatten, die dann irgendwie in den Blättern passieren oder so, also komplett intellektuell versumpft sind, sage ich mal, sondern quasi versucht, das in diesen Kontext wieder reinzubringen und zu sagen, eigentlich, die Leute, die ihr eigentlich kritisieren wollt, sitzen ja ganz woanders. Also ich glaube, das wäre halt so ein Ansatzpunkt, um so ein bisschen aus diesem Dilemma rauszukommen. Ganz kurze Erwiderung. Danke erstmal, dass du das die Veranstaltung in Neukölln erwähnt hast. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Das ist wirklich faszinierend gewesen, was das gemacht hat. Es war völlig überfüllt. Es waren mehrere syrische Familien da, die ihre
ihre Fluchtgeschichten erzählt haben, aber auch von der politischen Situation und politischer Verfolgung dort. Also es waren nicht nur Kriegsflüchtlinge, sondern auch mehrere Kurden zum Beispiel, die schon länger da waren und die vor Ausbruch des Krieges schon politisch Verfolgte dort waren und die auch von ihrer Situation im Asylverfahren in Neukölln erzählt haben. Und das war unfassbar emotional, es war geradezu überfüllt. Es gab ganz viel so geäußerte Ressentiments, die man so mit, sie sind ja anders und solche Äußerungen, die, aber das kann ja wohl nicht sein, dass sie sind doch Ärzte und sie sind doch so fleißig und so sympathisch, dass sie hier keinen Job finden und so, was glaube ich ganz, ganz viel gebracht hat. Und dazu noch, das war organisiert vom Bündnis Neukölln, wo ich auch engagiert bin, wir brauchen auch noch ganz viel Unterstützung, da kann ich mal an der Stelle für werben. Würde mich sehr freuen, wenn man da vielleicht noch ein paar mehr Leute ins Boot holt, weil wir jetzt auch gerade die zweite Unterkunft dazu kriegen. Da gab es eine zweite Veranstaltung auch von Menschen aus Mazedonien im Speziellen, weil das ja jetzt auch ein sicheres Herkunftsland ist und die nicht mehr Anträge hier stellen dürfen. Und wenn du dann die Fluchtgeschichten von denen erfährst, ist das wirklich der helle Wahnsinn. Und auch das sind zum Beispiel Menschen, die in Neukölln ganz viele Leute in der Nachbarschaft haben und irgendwie als die Zigeuner tatsächlich immer noch wahrnehmen und zum ersten Mal dort diese Geschichten gehört haben. Das bringt unglaublich viel, also so viel zur Individualisierung. Und auf, ich will ja jetzt noch nicht bei rassistischen Demonstranten sie ja jetzt auch noch nicht unbedingt als Täter bezeichnen. Und auch, na, da ist vielleicht eine Pauschalisierung auch nicht immer so hilfreich, aber was man vielleicht sagen kann, statt sie zu individualisieren oder ihre Ängste ernst zu nehmen, dass man benachteiligte Bevölkerungsgruppen nicht gegeneinander ausspielt. Also dass man nicht sagt, so die nehmen unseren Rentnern die Rente weg oder was ist denn eigentlich mit den deutschen Obdachlosen, so wie das auch schon in der Mods teilweise so passiert ist und so weiter, oder Obdachlose zweiter Klasse war da glaube ich mal über polnische Obdachlose drin und so, da blutet mir immer das Herz, wenn sich da benachteiligte Gruppen so gegeneinander ausgespielt werden. Ich glaube, das ist es vielleicht, dass man da mehr, ja, ganz klassische Solidarität bräuchte. Was mich eben so gefreut hat, dass das bei den Protesten so gut funktioniert hat auch. Ja. Auch in die gleiche Richtung zielend, ich nehme jetzt momentan so ein bisschen einen Diskurs wahr, tatsächlich dieses Narrativ der besorgten Bürger nochmal ein bisschen aufzubrechen und vielleicht so ein bisschen sich empathisch zu nähern. Es gab dann sogar auch einen Blogpost aus den Kreisen der Antifa, den ich gelesen habe, wo auch ein bisschen kritisch mit der eigenen Umgehensweise des Demonstrierens, der Art der Demonstration sozusagen umgegangen wurde, in Form von, ja, wir gehen ja irgendwie sozusagen in diesen fremden Bezirk, ohne dass wir den Support von jeweiligen Anwohnern dort sozusagen groß haben und stimmen Parolen an, die meisten Leute dort gar nicht verstehen, weil sie in fremden Sprachen sind und so weiter und so fort. Und wir fallen da so ein bisschen so alienmäßig ein und erwarten damit dann irgendwie irgendjemand davon zu überzeugen, dass es so, ne? Also das heißt, es gibt da so eine gewisse Selbstkritik innerhalb linker Strömungen und ich sehe natürlich durchaus, dass dieses Narrativ des besorgten Bürgers definitiv in jeder Hinsicht immer einen rassistischen Hintergrund hat. Das ist, glaube ich, das kann man gar nicht wegdiskutieren. Die Frage ist nur tatsächlich eben die strategische, ne? Also wenn man halt irgendwie von 90% Rassisten umstellt ist, muss man nicht trotzdem versuchen, irgendwie da einen Teil von zu finden, den man irgendwie versucht rüberzuziehen, ne? Und zwar indem man ihn irgendwo abholt, so, ja? Also ich habe da selber noch keine Meinung zu. Ich habe da noch selber keine Lösung für. Aber wie stehst du denn zu dieser Debatte? Zwei Dinge. Zum einen habe ich ja vorher schon gesagt, es gibt verschiedene Ebenen, wo man ansetzt. Und wenn ich zum Beispiel in Hellersdorf
Nazis blockieren will, dann will ich die Nazis aufhalten und nicht die Leute, die Böller aus den Fenstern schmeißen, überzeugen. Wenn ich in Neukölln Flyer stecke in Briefkästen und auf denen steht, ihr habt bald neue Nachbarn und so schön bildliche Anschauungsmaterial dazu schreibe, wie viel vom Landeshaushalt geht tatsächlich für die Unterbringung von, wird aufgewandt für die Unterbringung von Flüchtlingen und wo kommen die her und Aufklärungsarbeit mache, dann ist es was anderes. Also wir müssen hier auch von mehreren Ebenen reden. Das ist mal ist so das eine. Und zum anderen ärgert mich, wenn man da genauer hinguckt, ich weiß nicht, ich hatte den mal getwittert, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, diesen Aushang von so einem Anwohner, von so einem besorgten Bürger mit, wir sind doch eure Nachbarn, wir sind doch keine Nazis, weil wir gehen doch mit dem Hund spazieren und so, und wo dann aber gleichzeitig drin stand, aber danke, dass die Nazis die Demos anmelden und so. Und das ist teilweise wirklich, das ist auch damals schon, meine Oma, die wohnt in der Nähe von Rostock-Lichtenhagen und ich habe mit ihr darüber viele Konflikte gehabt und es hat auch zu einem Bruch zwischen uns geführt, deswegen bin ich da emotional auch so ein bisschen an dieser Debatte der Anwohner so drin, weil ich darüber viel mit ihr geredet habe. Da war ganz typisch, dass man gesagt hat, das waren gar nicht wir, sondern das waren Nazis, die gar nicht aus Rostock kamen, ja, also damit hatten wir nichts zu tun. Auf der anderen Seite, die Zigeuner haben aber auch überall hingeschissen und gut, dass die sich endlich, dass da mal jemand was dagegen getan hat und unsere Jungs haben sich dagegen gewehrt. Und das siehst du in diesen Bürgerinitiativen und in diesem bürgerlichen Spektrum auch ganz massiv. Ich habe ich vergessen, die Titelseite von der aktuellen Kompakt-Magazin noch mitbringen, aber viele von euch kennen es wahrscheinlich. Wo so ein sexy Hooligan so blutverschmiert drauf ist und dann daneben, darum sind wir so wütend, was ja der gleiche Titel war wie in der Bild-Zeitung 92, hatte ich ja auch mitgebracht. Das ist das Gleiche, so, ne? Von dieser intellektuellen Rechten, die so sich wehren gegen den Mainstream und gegen die Politik, die an den Bürgern vorbeiarbeitet, sind diese Hooligans irgendwie sexy, wild und die Wehrhaften sozusagen. Das finde ich ist was man auch da, das nimmt man immer so als Schutzbehauptung, ne? Das ist ja nur missbräuchlich, die kommen ja nur missbräuchlich. Die Leute wissen ja gar nicht, was die da tun. Da kann man sie nämlich nicht so schnell entlassen, finde ich. Also da würde man sie auch entmündigen. Da würde ich ja auch sagen, die sind alle dumm. Also immer mit dem Argument Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Das glaube ich halt nicht, dass die da alle nicht wissen, was sie tun. Und zum Dritten müssten wir halt in der Debatte endlich mal schaffen, dass man, ich sag mal, sich zum Rassismus bekennt. Also dass man sagt, das ist rassistisch, aber deswegen sage ich ja jetzt nicht, dass du ein Nazi bist, sondern wir müssen uns klar werden, wir haben rassistische Gesetze, wir haben rassistische Behördenvorschriften, wir haben ja ihre rassistische Gesetzessprechung und wenn ich lieber die Straßenseite wechsle, wenn mir nachts irgendwie ein dunkelhäutiger Mensch mit Kapuzenhoodie entgegenkommt, dann ist das vielleicht auch rassistisch. So. Und das müsste halt mal mehr reflektiert werden und ich glaube, das ist immer so, das, was oftmals als Vorwurf kommt, man treibt ja den Rechten noch in die Arme, wenn man die Sorgen nicht ernst nimmt. Ich finde halt schon, dass man Rassismus bekämpfen muss, aber dazu muss man eben diesen Rassismus der Mitte auch erstmal erkennen in seinen Mechanismen und ihn erstmal auch anerkennen. Ne? Ich wollte nämlich noch auf das zurück, was Olli vorhin gesagt hat. Wenn es darum gehen würde, dass Leute tatsächlich selber entscheiden könnten, wo sie wohnen und dann würde ihnen, sage ich mal, verwehrt, nach Marzahn zu ziehen, weil hier wohnen ja nur Deutsche und die dürfen nicht herkommen, dann sofort, vollkommen klar, so, dann ist es auf einer ganz anderen Ebene. Aber derzeit geht es darum nicht, derzeit geht es darum, dass die Flüchtlinge keine politischen Akteure sein können, weil das wird ihnen verwehrt von diesem rassistischen Land in diesem ganzen Prozess und die zwei Akteure, die es gibt, sind der Staat, der das Flüchtlingswunder dahin stellen will, wahrscheinlich weil wenn schon irgendwo Rassismus respektiert wird als etwas, das man irgendwo ernst nehmen muss, das immer noch eher in Marzahn geschieht, als jetzt irgendwo in anderen Gegenden, weil es ja doch irgendwo am Rand der Stadt ist. So. Also der Senat, der die Flüchtlinge dahin schieben will und die Leute vor Ort, die da mit ihren Rassismen kommen und die dann weghaben wollen. Und in dem Moment ist es tatsächlich da die Position, die angebracht ist, diese Leute dann vor den rassistischen AnwohnerInnen zu verteidigen, ob jetzt irgendwie die Flüchtlinge da gar nicht hin wollen, weil sie halt wissen, dass es da vielleicht womöglich gefährlicher ist als vielleicht in der Innenstadt, was auch mal so eine Frage wäre,
das ist eine Sache, die stellt sich derzeit nicht, weil das müssen die selber entscheiden und die können da momentan nichts zu sagen, außer jetzt einige wenige AktivistInnen. Genau. Und ich wollte noch ganz kurz, weil du es gerade gesagt hast, dieses Rassismus benennen, wollte ich nur ganz kurz einen Hinweis geben, dass wir in Deutschland immer noch viel zu wenig von Rassismus reden und ständig von Ausländerfeindlichkeit und Fremdenfeindlichkeit. Das ist bei den geflüchteten Menschen ein bisschen ein Sonderfall, weil das sind tatsächlich Leute, die aus dem Ausland kommen. Aber ich reg mich immer tierisch auf, dass wenn Leute, deren Großeltern völlig legal in den 50er Jahren hergezogen sind, immer noch als Ausländer bezeichnet werden, auch von grünen wählenden Menschen, auch in der bürgerlichen Mitte, auch von Menschen, die sich als liberal und aufgeklärt verwenden, was nicht böse gemeint ist, aber was ich halt finde, dass das halt immer dieses, ja, was man irgendwie völkisch, dieses völkische Blut- und Bodenprinzip in Deutschland, womit wir auch in dieser Kontext zu tun haben, halt immer fortführt, so. Und da ist halt ein der wenigen Punkte, wo ich auch immer so ein bisschen Sprachwächter spiele, so. Zwei wichtige Punkte kann man so stehen lassen, finde ich. Ja, danke, Micha. Das war ein sehr sinnvoller Kommentar, wie ich finde. Und jetzt letzte Publikumsmeldung. So, das kann ein bisschen dauern. Nein, nicht zwingend. Also zunächst einmal zu einem Redebeitrag, der ein bisschen vor mir war. Ja, du. Diese Kritik heute, dass die kam gestern oder heute, dass die innerstädtische Antifa rausfährt und dort keine lokalen Strukturen hat. Ja, tut mir schrecklich leid. Ich kenne Menschen, die versucht haben, Antifa-Strukturen dort draußen aufzubauen. Ich kenne Menschen, die heutzutage innerstädtisch wieder wohnen, weil sie um ihr Leib, Leben, Sicherheit und so weiter fürchten. Die trauen sich nicht mehr nach Marzahn-Hellersdorf raus, weil sie an der S-Bahn-Station erkannt und abgefangen werden. Sorry. Es gab Versuche, dort Antifa-Strukturen zu bauen. Sie können sich sehr schwer halten. An der Stelle möchte ich anknüpfen an, ich wohne hier im Kiez und auch hier im Kiez gibt es Widerstand gegen Menschen, die hierher ziehen und die hier irgendwie nicht hingehören. Ich höre hier gerade eben nicht Schwaben hassen. Ich hasse nicht Schwaben, ich bin doch selber einer. Allein die Sache ist, wenn ich mir anschaue, mit wie viel Polizeiaufwand, Polizeiarbeit manche Immobilie hier im Bezirk beschützt wird, dann frage ich mich, warum schaffen wir das nicht in den Randbezirken mit anderen Immobilien? Es ist eigentlich ganz einfach, ob das jetzt rassistisch ist oder kapitalistisch motiviert, dass die Bewohnerinnengruppe, die hier innerstädtisch beschützt wird, dummerweise Steuerzahlerinnen sind und die Bewohnerinnengruppe, die außerstädtisch oder außerinnerstädtisch beschützt werden muss, sind halt einfach wirklich die ärmsten und schwächsten und mittellosesten Teile in unserer Bevölkerung. Und naja, die können vor allem auch nicht wählen. Deshalb hat die Politik kein Interesse daran. Und dann finde ich auch immer wieder so, das ist so ein Teil, das sich seit Jahrzehnten und daran hat auch NSU und alle Untersuchungsausschüsse leider nichts geändert. Irgendwie ist da dieses Rechts-Links-Extremismus sinnvolle Arbeit oder nicht Schema innerhalb von Strafverfolgungsbehörden immer noch kaputt. Wenn hier in einem Möbelgeschäft 400 Meter weiter die Scheiben zu Bruch gehen, dann denkt niemand darüber nach, ob das zufälligerweise ein Konkurrent war, zum Beispiel der Schuster direkt daneben, der genauso teure Produkte verkauft oder was auch immer, sondern es ermittelt gleich der polizeiliche Staatsschutz. Wenn irgendwelche Betrunkenen mit Benzinkanistern auf dem Gelände eines Asylbewohnerheimes rumtorkeln, dann wird ein rassistischer Hintergrund geprüft. Ja, Nazis, die Autos anzünden, kennt man in Berlin ja auch zuhauf. Das ist ja auch sowas, worüber so gut wie nicht geredet wird, ne? Das fällt mir da auch immer als Beispiel auf, wo es ja zwischendrin eine Serie an Brandanschlägen gegeben hat auf Autos, die überhaupt gar nicht politisch motiviert waren, während es eine Serie gegeben hat an Brandanschlägen auf Autos von Unterstützerinnen von Flüchtlingen. Ja, naja. Anne, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns an deinem Vortrag hast teilhaben lassen.
Und ja, alle, die es jetzt zeitlich nicht geschafft haben, live dabei zu sein, wenn ihr das hier hört, dann habt ihr sogar die Aufzeichnung hinter euch gebracht. Insofern danke und jetzt machen wir hier im Kiezbüro noch ein bisschen geselliges Chill-Out, Chillaxen. Danke und tschüss.